Willkommen im Pott. Wir sind hier im Bunker 14 am Wochenende des offenen Ateliers in Duisburg 2011. Und ich habe jetzt zwei Gesprächspartner, die sich einfach mal selber vorstellen. Fangen wir einfach mal mit der jungen Dame hier an. Ladies first. Okay, ich bin die Martha, lebe schon lange in Duisburg, bin also ein Pottkind. Daher leitet sich auch der Name ab. Wir sind Pottkinders und eigentlich gibt es uns schon seit einem Jahr. Ne? Haben vor einem Jahr klein angefangen, beziehungsweise privat, und haben uns dann irgendwann ein Atelier gesucht. Und seit zwei Monaten sind wir jetzt hier drin. Okay, dann klären wir jetzt erstmal, wer uns ist von den beiden. Der andere Teil von Pottkinders. Ich bin André. Ja, wir haben zusammen hier das Atelier gesucht, um nach außen hin unsere Kunst an den Mann zu bringen, zu zeigen, unsere Leidenschaft, ja, um auf keinen angewiesen zu sein erstmal, sondern dass wir walten und schalten können, wie wir möchten. Und auch machen, was wir wollen. Genau. Was macht ihr denn so in erster Linie? Weil ich meine, der Begriff Kunst ist ja jetzt relativ vielfältig. Was für eine Art Kunst, fangen wir bei dir an, Martha, machst du? Soll man direkt ehrlich sein? Ihr habt noch vielleicht schon gesehen, ich bin noch sehr spezialisiert auf Brüste. Frauenkörper sind nun mal sehr schön. Auch der Pott selber ist im Mittelpunkt getreten, aber schon vor ein paar Jahren für die Industrie Denkmalpflege. Das habe ich vor 3 Jahren gemacht. Und damit fing es auch an. Daher leitet sich auch wieder ein Pott her. Ich mache einfach das, was aus dem Bauch kommt. Das, wo ich Spaß dran habe. Und das sieht man dann, glaube ich, in den Bildern. Ja, aber Sinn, ich überlege gerade, ob Sinn drin ist. Sinn ist schon drin, aber das lasse ich jedem Betrachter. Das ist ja eigentlich auch das Wichtige bei der Kunst, dass der Betrachter... Also ich möchte keinem was vorschreiben. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Willst du jemandem was vorschreiben? Nein. Das hört sich gut. Ich bin Steinmetz, interessiere mich dann für Urban Art, Street Art, und diese zwei Richtungen kommen dann bei mir zusammen, halt Kirchenkunst und zeitgenössische Kunst, und das versuche ich für mich zusammenzuführen. Wieso gerade Bunker 14? Ich habe gehört, das verrate ich jetzt einfach mal, ihr hattet es nicht ganz so leicht, hier irgendwie ein Atelier zu finden. Ja, das ist eigentlich durch einen Zufall entstanden, dass wir hier in den Bunker gekommen sind. Mundpropaganda, ne? Durch Zufall vorbeigelaufen. Gehört, dass hier ein Atelier frei ist. Und dann ratzfatz angemietet. Und ihr fühlt euch jetzt hier auch wohl? Ja. Und bleibt wohl. Ist wie zu Hause, auf jeden Fall. Ja, unser kleines zweites Zuhause hier. Genau. Okay, und man findet euch hier in welcher Etage? 4. Etage. Und ich denke mal, abgesehen von dem Wochenende des offenen Ateliers, kann man euch auch so hier besuchen. Ja, das Ding ist, ganz ehrlich, wir sind beide berufstätig. Also meistens tagsüber bis hin zu abends gar nicht da. Könnte sein, dass wir irgendwann mal feste Zeiten einrichten, sprich, dass man auch Tag des offenen Pottkinders mal schauen. Also es wird okay, wo findet man euch denn? Habt ihr eine Internetseite, wo man euch vielleicht finden kann? Oder? Gebt einfach Pottkinders ein. Ja, bei Facebook Pottkinders, und dann findet ihr uns. Wir sind nicht so die Internet... Wir sind die Dinosaurier. Genau, im Internet. wir haben uns aber dafür so entschlossen, dahin uns ein bisschen zu öffnen und uns auszuprobieren. Wir nutzen jetzt mal das Medium Facebook. Und es macht ja auch Spaß, aber man muss sich nun mal viel damit beschäftigen. Wir versuchen es... Und es ist auch, zwischendurch wird es auch aktualisiert, aber nicht so schnell, wie es sonst der Fall ist. Also gebt uns ein bisschen Zeit. Okay, danke euch. Gerne.